Ganz herzlich willkommen zur Lage der Nation. Eine neue Ausgabe vom 19. Oktober 2018. Mein Name ist Philipp Banse, ich bin Journalist und wie immer mit dabei Ulf Burmeier, ich bin Jurist und heute in Hamburg. Philipp und ich sind zusammengeschaltet, ich bin nachher noch bei einer Konferenz. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ganz am Anfang vor unseren Inhalten immer eine kleine Begrüßung und in diesem Fall zwei Nachrichten. Zum einen möchten wir nochmal hinweisen auf unsere Lage live in Mainz. Da läuft der Ticketvorverkauf noch. Ein paar Tickets sind noch zu haben für unsere Lage live. Ich glaube am 17. November, ist ein Samstag, 17. November, in etwa 4 Wochen. Wenn ihr Interesse habt, klickt euch ein Ticket unter tickets.küchenstut.io. Tickets.küchenstut.io. Könnt ihr live dabei sein, wie wir eine Lage der Nation aufnehmen und natürlich auch hinterher mit uns ins Gespräch kommen, wenn wir mit euch gemeinsam noch ein Kaltgetränk einnehmen. Genau, dann noch ein kurzer Hinweis. Wir haben ja bei Amazon einen kleinen Skill in den Store gestellt. Also wer von euch ein Amazon Echo oder ähnliches Gerät besitzt, kann dort den Skill Lage der Nation installieren und fortan über Amazon Echo die Lage mithilfe dieses Skills hören. Dann läuft die Lage nicht über irgendwelche Apps von Drittanbietern, die dann noch da Werbung schalten und alles Mögliche. Das läuft übrigens ziemlich super. Amazon hat sich irgendwie auch gemeldet und gefragt, ob wir da nicht noch Verbesserungsvorschläge haben. Haben wir natürlich, da sind wir in Gesprächen. Also vielen Dank für das große Interesse. Und ihr kennt das Format und die, die es nicht kennen, den sage ich es kurz. Wir kehren hier einmal in der Woche die politischen Ereignisse der zurückliegenden Woche zusammen, so wie wir sie dir denn für wichtig halten und interessant halten. Und in dieser Woche macht den Aufschlag die Bayernwahl, Ulf. Ganz genau. Wir haben natürlich schon in den vergangenen Wochen vorberichtet, dass die Bayernwahl anstand. Am vergangenen Sonntag hat sie stattgefunden. Wir tragen zunächst mal die Ergebnisse nach. So ganz okay Wahlbeteiligung, 72%. Das ist schon ganz gut für eine Landtagswahl, aber auch nicht großartig, vor allem bei schönem Wetter. Wie am vergangenen Sonntag kommen auch eigentlich gerne noch mal ein paar Leute mehr. Die Ergebnisse sind das eigentlich Interessante. Die Christlich-Soziale Union, seit ewigen Zeiten Regierungspartei in Bayern, ist nur noch auf 37,2% gekommen. Die Grünen landen bei 17,5%. Die Freien Wähler, mehr oder weniger eine Abspaltung der CSU, bei 11,6. Die AfD bei 10,2. Die SPD, die ehemalige Volkspartei, landet bei 9,7. Und die FDP, Freien Demokraten, sind diesmal wieder mit drin mit 5,1. Nicht im Landtag vertreten die Linken mit 3,2%, spielen also in Bayern überhaupt keine Rolle. Zu diesen Prozentzahlen muss man sagen, dass das bayerische Wahlsystem dazu führt, dass diese Zweitstimmenergebnisse nochmal deutlich verschoben werden. Normalerweise ist es ja so, dass auf Bundesebene zum Beispiel, dass die Zweitstimmen das Kräfteverhältnis der Parteien endgültig angeben und die Erststimmen nur noch die personelle Besetzung ändern können. Das ist in Bayern ein bisschen anders. Also die Erststimmen haben auch durchaus nochmal einen gewissen Einfluss auf die Stärke der Fraktionen. Deswegen spiegeln sich die Mandatszahlen in diesen Prozenten nicht wieder. Aber das ist jedenfalls die Zahl der Zweitstimmen, die abgegeben worden sind am vergangenen Sonntag. Genau, und die Analyse ist natürlich klar, die CSU stürzt ab, schlechtestes Ergebnis seit 1950, aber eben dann doch nicht ganz so tief wie gedacht. Ne? Also wir hatten ja schon mal auch von 33-34% Prognosen war die Rede. Jetzt sind sie bei über 37 gelandet. Das ist natürlich für die CSU immer noch ein Desaster, aber nicht ganz so groß wie erwartet und wahrscheinlich auch deshalb Konsequenzen bisher null, eigentlich, keine, kann man sagen. Seehofer ist noch da. Das muss man ja auch sagen. Das war so eine Aussage, die wir auch quasi als Tatsachenbehauptung in den Raum gestellt haben, so nach dem Motto, wenn das so kommt, wie erwartet, dann ist Seehofer weg. Dann ist er den Vorsitz los und sein Ministeramt sowieso gleich dreimal. Dem ist nicht so. Das ist nicht eingetreten. Nein, das muss man deutlich sagen. Das ist nicht eingetreten. Die CSU verhält sich so ein bisschen nach dem Motto, bitte gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Hier ist gar nichts passiert. Das Schlagwort der Stunde heißt Stabilität. Es muss ganz dringend eine neue, stabile Regierung für Bayern gebildet werden. Vordergründig denke ich mal auch wegen des Zeitdrucks, denn die bayerische Landesverfassung kennt da so eine etwas skurrile Klausel, wonach bis zum 12. November jetzt ein neuer Ministerpräsident oder eine neue Ministerpräsidentin gewählt werden muss. Und offensichtlich
hat sich die CSU-Spitze, ja, wo man sich ja durchaus auch nicht immer grün ist, gerade Herr Söder und Herr Seehofer sind wahrlich nicht die besten Freunde, aber offensichtlich hat sich die CSU-Spitze jetzt darauf geeinigt, einfach überhaupt gar keine Personaldiskussionen zu führen, sondern jetzt einfach so schnell wie irgend möglich eine Koalition zu bilden, um dann einen neuen Ministerpräsidenten wählen zu können. Der neue wird mutmaßlich wohl der alte sein. Also gehe ich mal davon aus, dass Markus Söder Chef des Freistaats Bayern bleiben darf. Regieren werden die christlich-sozialen vermutlich zusammen mit den Freien Wählern, Philipp. Ja, die Freien Wähler, da sind jetzt die Koalitionsverhandlungen schon im Gange, meldet die dpa. Und die Freien Wähler sind ja jetzt die dritte Kraft in Bayern nach CSU und Grünen. Profile ist mir ehrlich gesagt so ein bisschen unklar. Also du hast schon gesagt, Abspaltung de facto von der CSU. Vermutlich gibt es da wenig Reibung mit der CSU. Weißt du noch was über die Freien Wähler? Ehrlich gesagt, ist es ganz schwer, wirklich rauszufinden, wofür die Freien Wähler eigentlich stehen. Inhaltlich sind sie ganz nah dran an der CSU und versuchen sich einfach so ein Profil zu geben, wonach sie so ein bisschen bürgernäher sind. Aber inhaltlich fällt es sehr schwer, das tatsächlich auf den Punkt zu bringen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, profitieren sie einfach davon, dass es ein großes Frustpotenzial in Bayern gab, gerade auch mit der Partei CSU, ohne dass die Menschen notwendigerweise unglücklich waren mit dem, wofür die CSU im Prinzip steht. Und insofern sind die Freien Wähler jetzt mal ganz grob zusammengefasst im Prinzip so eine Art CSU in neuem Gewande. Ja, und ich meine, aus demokratischer Perspektive ist es gerade angesichts der besonderen Verhältnisse im Freistaat Bayern natürlich eine gute Idee, wenn die CSU mal in einer Koalition regieren muss, einfach weil zur Demokratie ja auch der Wandel der Mehrheitsverhältnisse gehört, auch wenn die CSU natürlich jetzt weiter bedeutenden Einfluss haben wird auf die Regierungsgeschäfte, denke ich, tut es der demokratischen Kultur einfach grundsätzlich gut, wenn sie eben nicht mehr alleine regieren kann, sondern wenigstens mit einer zweiten Organisation, selbst wenn die inhaltlich weitgehend wohl für diese Thesen steht. Ja. Dann haben wir die Grünen, zweite Kraft, Riesenwahlerfolg für die Grünen in Bayern, aber dennoch nicht am Ruder. Spannend ist jetzt eigentlich, wie sie sich als stärkste Oppositionsfraktion machen. Ich finde, dass die jetzt nicht an der Regierung beteiligt sind, ist für die Grünen keine Niederlage, sondern dass die haben einen Riesenwahlerfolg da eingefahren und glaube ich, haben jetzt in der Opposition eigentlich noch mehr Gelegenheit, sich da zu profilieren. Und das, glaube ich, ist für die eine gute Reise. Die hätten jetzt nicht zwingend an die Regierung gemusst, oder? Nein, sehe ich genauso, Philipp. Im Gegenteil, das jetzige Ergebnis erspart Ihnen nämlich die schwierige Debatte, in welche Positionen, welche grünen Positionen Sie eigentlich aufgeben möchten, um mit der CSU überhaupt eine Koalitionsregierung bilden zu können. Insofern, das ist für die Grünen vielleicht sogar, auch wenn man natürlich als Partei immer politische Gestaltungsmacht anstrebt, ist das vielleicht sogar das beste Ergebnis, das Sie erzielen konnten. Genau wie du sagst, Sie werden jetzt kein Profil verlieren, ja, in einer Koalition, was ja immer ein großes Risiko ist. Sie zum Beispiel die SPD im Bund. Und sie können sich profilieren und sie hätten zum Beispiel auch deswegen schon gar keine, also jedenfalls nicht unter ihrer Spitzenkandidatin Katharina Schulze eine Landesregierung anführen können, anders als ich das in der vergangenen Folge spekuliert hatte, weil Katharina Schulze zu jung ist. Sie ist nämlich 33 Jahre alt und wie ich in der vergangenen Woche erst gelernt habe, muss man in Bayern 40 Jahre alt sein, um Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin werden zu können. Insofern, Katharina Schulze hätte ohnehin nicht regieren können und jetzt hat sie eben die Chance, gemeinsam mit ihrem Co-Kandidaten die Grünen in 4 Jahre Oppositionsarbeit zu führen. Im Zweifel würde ich mal die These wagen, dass das dazu führen wird, dass sich die Grünen quasi als progressive Volkspartei in Bayern etablieren werden und im Zweifel nächstes Mal über 20% landen, wenn das so weitergeht. Dann haben wir noch die FDP, die ist drin, aber sehr wackelig und es ist auch, glaube ich, immer noch wackelig mit 5,4%, weil es da eine Anfechtung einer Wahl in einem Stimmbezirk gab und der, wenn das erfolgreich ist, dazu führen könnte, dass sie unter 5% rutschen. Ja, genau. Also das ist so eine etwas skurrile Geschichte, klingt nach einer Provinzposse. Da ging es nämlich um die Kandidatur in einem ganz bestimmten Wahlkreis, würde man sonst überall in Deutschland sagen. In Bayern heißen die Wahlkreise, aber also das ist quasi auf unterster Ebene, wo einzelne Kandidaten direkt gewählt werden können, Wahlbezirke. Und wenn ich das jetzt den Medien richtig entnommen habe, war es so, dass in einem Wahlbezirk es da Heckmeck gab um eine Wahl, wo er zunächst mal jemand gewonnen hat, der eben nicht der Funktionär war, sondern in diesem Fall, ich glaube, die Kreisvorsitzende oder so war es. Und daraufhin wurde die Wahl dann nochmal durchgeführt und der Kandidat, der beim ersten Mal gewonnen hat, ist jetzt vor Gericht gezogen. Und es besteht also noch das Risiko für die FDP, dass die Wahl in diesem Stimmbezirk ungültig sein könnte. Und damit irgendwie 60.000
Quietschstimmen oder sowas ungültig ganz werden, genau. Ne? Oder sowas. Und dann würde es eben für die App, das ist genau das, wenn ich das richtig verstanden habe, ist alles etwas komplex und auch in der Zeitung häufig nicht ganz so juristisch präzise zu finden, aber jedenfalls im Kern scheint es so zu sein, dass wegen der Verrechnung der Erst- und Zweitstimmen dann der FDP unterm Strich irgendwie ein paar Stimmen fehlen würden. Sie würden knapp unter 5% rutschen. Insofern hängt noch eine ganze Menge für die FDP davon ab, wie diese juristischen Streitigkeiten ausgehen. Und dann natürlich die SPD, dann doch einstellig geworden. Klar, müssen wir nicht nennen, vernichtende Niederlage. Allerdings Selbstkritik null. Ich meine, es war null. Ich meine, die hatten sich natürlich mental schon darauf vorbereitet und die Bandagen bereitgelegt und die Erste-Hilfe-Koffer geöffnet und die Beruhigungspillen bereitgelegt. Aber Andrea Nahles, Vorsitzende, die scheint jetzt das Motto ausgegeben haben, durchhalten. Ne? Bald geht's wieder aufwärts. Der Aufschwung ist nah. Also vermutlich warten sie bis zur Hessenwahl. Ne? Also das ist jetzt das nächste große Event, was ansteht. Und da hängt sehr, sehr viel dran und auch für die SPD. Ja, ich denke auch so anders kann man das gar nicht deuten. Also normalerweise müsste es natürlich jetzt in der SPD auch sichtbare Diskussionen geben. Ist die Große Koalition ein Erfolgsrezept, wenn sie zu Abstürzen auf Landesebene führt? Aber ganz offensichtlich soll jetzt eben stillgehalten werden vor der Hessenwahl. Das kann ich quasi machtstrategisch noch so gerade nachvollziehen, denn die katastrophalen Folgen der Großen Koalition für die SPD sind ja im Grunde jetzt schon eingetreten. Und selbst mit einem Koalitionsbruch in Berlin könnte man, glaube ich, jetzt in 2 Wochen auch keine Punkte mehr machen. Ganz im Gegenteil, das würde im Zweifel von den Wählerinnen und Wählern dann nur als Unsicherheit oder als Unentschlossenheit ausgelegt und sie verunsichern. Dann gäbe es bei der Hessenwahl vermutlich noch weitere Stimmverluste. Insofern, dass man jetzt noch 2 Wochen die Augen zukneift, das macht wahrscheinlich strategisch noch irgendwie Sinn. Aber völlig klar ist auch, da werden die Karten, denke ich, nach der Hessenwahl neu gemischt. Wie die ausgeht, ist relativ unklar. Aber so richtig gut sieht es auch nicht aus für die SPD nach den Umfragen. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob sich Andrea Nahles halten kann und ob insbesondere die Große Koalition tatsächlich fortgesetzt wird der Hessenwahl. Es gibt ja so leichte, sagen wir mal, eine Meldung, die diese Woche reinkam, die so ein leichtes Indiz dafür sein könnte, dass sich zumindest die SPD-Führung nicht mehr ganz so sicher ist, dass die Große Koalition auch nach dieser Hessenwahl nun hält und speziell dann auch einige Ministerien flöten gehen würden, natürlich, wenn die Koalition beendet werden würde. Und das ist die Meldung, dass Katharina Barley, aktuell Justizministerin und Ministerin für Verbraucherschutz, Berlin wohl verlassen wird und nach Europa gehen soll. Sie soll nämlich Spitzenkandidatin werden für die Europawahl im nächsten Jahr. Und dazu verlässt sie das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im Mai nächsten Jahres. Und da fragt man sich natürlich, also wieso geht eine Ministerin, die nun unter dieser SPD-Riege, würde ich sagen, noch eine der aktivsten ist und bisher erfolgreichsten und angesehensten, mit einem guten Posten, Ministerin immerhin, warum verlässt die ein Justizministerium, um Spitzenkandidatin für die SPD im Europaparlament zu werden? Ja, Philipp, da stehe ich auch wirklich mit großen Fragezeichen auf der Stirn vor dieser Nachricht. Denn auch aus meiner Sicht würde ich denken, war Katharina Barley jedenfalls im SPD-Regierungsstall sicherlich das beste Pferd. Die wenigen Akzente der Großen Koalition bisher kamen zu einem guten Teil jedenfalls aus dem Hause Barley. Man denke an die Mietpreisbremse 2.0, man denke an die Initiative für die Musterfeststellungsklagen, man denke an den Gesetzentwurf, um den Abmahnmissbrauch zu begrenzen. Wir haben das alles in der Lage der Nation kritisch begleitet. Wir haben dargestellt, warum das jetzt auch nicht quasi der Weisheit letzter Schluss ist. Alle drei Vorhaben haben auch noch ihre Schwächen, aber es geht jedenfalls aus meiner Sicht in die deutlich richtige Richtung. Und sie ist sicherlich eine absolute Leistungsträgerin innerhalb dieser SPD-Riege. Und warum nun gerade Katharina Barley abgelöst werden soll und von Berlin weggeht, das macht auf den allerersten Blick keinen Sinn. Das macht insbesondere deswegen keinen Sinn, weil man kann das ja falsch finden, ja, aber traditionell findet die Europapolitik einfach nicht so wahnsinnig viel Interesse. Und jemanden nach Europa zu schicken, das ist häufig sowas wie der politische Vorruhestand. Den hat Katharina Barley nun ganz sicher noch nicht erreicht. Mit anderen Worten, diese Nachricht macht auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn. Sinn macht sie aus meiner Sicht nur dann, wenn man davon ausgeht, dass eben das Bundesjustizministerium sowieso nicht mehr lange in Hand der SPD sein wird. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass die Große Koalition nach der Hessenwahl oder vielleicht ein paar Wochen später ohnehin bricht. Ja, wenn das heißt, wenn also Katharina Barley aller Wahrscheinlichkeit nach ohnehin nicht mehr lange Justizministerin ist, dann kann sie auch jetzt quasi unbeschädigt Spitzenkandidatin werden für die Europawahl, anstatt dass man sie erst quasi in Berlin aus dem Spiel nimmt, wenn ohnehin alles in Trümmern liegt. Ja, also vor allen Dingen. Ja, genau. Und es steht ja auch diese im
Koalitionsvertrag steht ja sozusagen diese Sollbruchstelle auch drin, nach 2 Jahren mal zu gucken, wie läuft's denn, ja, mit der Großen Koalition. Und richtig, da kann die Bilanz für die SPD eigentlich nicht so wahnsinnig positiv ausfallen. Und also entweder ist es die Hessenwahl oder es ist eben diese Sollbruchstelle, glaube ich, die dann im nächsten Jahr fällig werden würde. Ne? Oder die nächste Aktion von Horst Seehofer. Oder die nächste Aktion. Was wissen wir denn, was er noch so alles auf dem Zettel hat? Also, dass da die Hoffnung in die Große Koalition, dass die bis zum Ende durchhält, bei der SPD offensichtlich schwinden. Dafür ist diese, sagen wir mal, Versetzung, wie man Karriere... Veränderung von der Justizministerin durchaus ein Indiz. Ja. Es gab, also ich verstehe das so, sie verlässt die Titanic, während sie nur schlingert und nicht sinkt. Das ist meine Interpretation. Es gibt noch einen interessanten O-Ton im Nachklang dieser Wahl, den wollten wir euch auch nicht vorenthalten. Da saß Alexander Dobrindt, Chef der Landesgruppe der CSU im Parlament, zusammen mit Robert Habeck, Chef der Grünen oder Co-Chef der Grünen bei Maybrit Illner. Und Fernsehshow, oder? Genau. Und da hat für die Leute, die nicht fernsehen, so wie ich. Fernsehshow, Maybrit Illner, Talkshow mit ein paar Gästen. Und da machte er eine interessante Rechnung auf, die ja auch für die Bundespolitik durchaus Konsequenzen haben könnte. Und wir dachten, das sollten wir euch nicht vorenthalten. Hier also Alexander Dobrindt bei einem Versuch, einer, sagen wir so, interessanten arithmetischen Wertung der Bayernwahl. SPD und Grüne haben heute weniger an Zustimmung als noch vor 5 Jahren. Das bürgerlichen Lager Mitte demokratische Rechte hat nach wie vor 65% in Bayern. Freie Wähler und natürlich rechts außen. Sie haben gerade die AfD zu ihrem Lager gezählt. Nein, Sie haben gerade doch die Wähler. Passen Sie mal auf, die Funktionäre und die Wähler. Sie haben gerade gesagt, schon unterscheiden. Sie haben gerade die Funktionäre gesagt, 65% sind unsere Gegner. Rechnen die Sie mal 65%. AfD ist unser politischer Gegner. Aber wir fangen nicht an, die Wähler zu beschimpfen. So, also Dobrindt macht die Rechnung auf 65% seien das bürgerliche Lager. Das wäre in Bayern unter Einbeziehung der AfD. Robert Habeck sagt, sie zählen die AfD zum bürgerlichen Lager. Und da Dobrindt sagt, nein, nicht die AfD. Wir trennen zwischen den Funktionären und den Wählern. Die Funktionäre seien ihre Gegner. Die Wähler müssten sie gewinnen. Ja. Also den zweiten Halbsatz würde ich natürlich unterschreiben. Natürlich muss es für Demokratinnen und Demokraten darum gehen, Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen, die zurzeit AfD wählen. Das ist, denke ich, ziemlich eindeutig. Auf der anderen Seite sehe ich darin eine ganz gefährliche Tendenz, quasi die AfD zu entdramatisieren, wenn man so schnell zusammenrechnet, welche Stimmanteile man so hat, wenn man da quasi von einem gemeinsamen Lager spricht, dann finde ich das deswegen gefährlich, weil es aus meiner Sicht so ein bisschen auf die unterbewusste Wahrnehmung einfach der Situation deutet und so ein weiteres Anzeichen dafür ist, dass einfach innerhalb der CDU Diskussionen geführt werden, wie konsequent man denn eigentlich eine gemeinsame Regierung oder jedenfalls eine Duldung durch die AfD ausschließen will. Also gerade in Sachsen hat ja der Fraktionsvorsitzende der Union bereits darauf hingedeutet, dass man sich auch eine Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen könnte. In Brandenburg werden ähnliche Überlegungen gemeldet. Das muss man einfach sagen, die Abgrenzung in der Union gegenüber der AfD steht zwar auf Bundesebene noch, wenn man Frau Merkel zum Beispiel zuhört oder auch der CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, dann steht diese Ablehnung noch, aber ob das tatsächlich hält, wenn ein Wahlergebnis beispielsweise dazu führen würde, dass die Union nur mit Unterstützung der AfD regieren kann, das finde ich, ziehen solche Äußerungen wie die von Dobrindt in der Talkshow doch einfach in Zweifel. Ich glaube, dass es nicht quasi eine Art Agenda ist, aber das zeigt doch sehr deutlich, worüber man im Hinterstübchen doch eben nachdenkt. Und er testet das auch mal. Ne? Wie ist denn jetzt der Effekt der Bayernwahl auf die Bundespolitik? Also wir haben gesagt, Konsequenzen, auch von uns prognostizierte und eigentlich als Fakt angenommene Konsequenzen sind nicht eingetreten bisher. Und ich glaube, das liegt tatsächlich an dieser Hessenwahl, die ja Sonntag in einer Woche, also am 28.10. stattfindet. Und danach werden wir, glaube ich, ein bisschen mehr wissen. Bis dahin, glaube ich, halten alle die Füße still. Und wenn die CDU dort groß verliert, wird Merkel arge Probleme bekommen. Wenn die SPD dort groß verliert, wird die SPD, glaube ich, sehr, sehr noch viel größere Probleme bekommen. Also Merkel kann da eigentlich nur auf so ein mittleres Ergebnis für die CDU hoffen, eigentlich, ne? Damit alles ruhig bleibt.
Ja, also das, zumal man ja sagen muss, dass Angela Merkel sich im Dezember, also in wenigen Wochen, der Wiederwahl auf dem CDU-Parteitag stellen muss. Da gibt es auch schon eine ganze Reihe von Gegenkandidaten. Unter anderem hat sich ein Juraprofessor aufstellen lassen als Gegenkandidat. Also insofern ein sehr anerkannter übrigens. Also da muss man sagen, da wird es für Angela Merkel nochmal richtig knapp, wenn die Hessenwahl verloren geht. Ich finde sehr interessant den weiteren Aufschwung der Grünen, die eben inzwischen im Bundestrend bei knapp unter 20% stehen. Und ja, wenn man sich die Zahlen anschaut, das geht natürlich jetzt nicht über innerhalb weniger Wochen, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, scheint es doch so zu sein, dass die Grünen einfach der SPD die Rolle als zweite Volkspartei in Deutschland streitig machen. Das wird auch gestützt durch Wählerwanderungsanalysen zum Beispiel, wer denn alles zu den Grünen wandert. Interessant ist das natürlich aus einer Position, sage ich jetzt mal, der sozialen Demokratie. Ich meine damit nicht SPD-Parteipolitik, sondern aus der Position eines Demokratieverständnisses, wo es auch um sozialen Ausgleich geht, wo es auch um Chancengleichheit, soziale Chancengleichheit geht, weil das die Grünen jedenfalls so deutlich nicht mehr auf dem Zettel haben. Nicht? Also die Grünen hatten ja, wenn man sich ihre Geschichte anschaut, insbesondere in den 80ern und frühen 90ern, auch einen deutlichen kapitalismuskritischen Flügel. Das kam zwar aus der ökologischen Perspektive, da hat man halt gesagt, also Marktwirtschaft ist grundsätzlich unökologisch, gab es Leute, gerade so bei den Fundis, aber die sind inzwischen in den Grünen oder bei den Grünen völlig marginalisiert, wenn sie nicht längst raus sind. Und auch so diese Position des sozialen Ausgleichs, der sozialen Chancengleichheit, die sehe ich jedenfalls lange nicht so deutlich wie bei anderen Parteien. Und insofern hat das natürlich auch Folgen für die Stimmung im Land, und es hat Folgen für die kommenden Regierungen in Deutschland, im Bund wie in den Ländern. Es sei denn, die Grünen entdecken da noch mehr soziale Verantwortung. Ich glaube, das wäre eigentlich die zentrale Frage der Grünen auf dem Weg zur Volkspartei. Entdecken Sie das, was früher ja auch mal Markenkern der SPD jedenfalls war, nämlich sozialen Ausgleich, Chancen gerade für Menschen, die vielleicht ökonomisch nicht vor dem stärksten Hintergrund aufwachsen. Entdecken Sie also dieses Wählerpotenzial und auch diese gesellschaftliche Herausforderung als Herausforderung an die Grüne Partei, oder sagen Sie, wir bleiben eine Partei quasi des Mittelstands und der ökologisch stark Bewegten? Das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage, und daran wird sich, glaube ich, entscheiden, ob Sie tatsächlich die SPD ablösen können als zweite Volkspartei. Ja, wobei ich finde, dass die Grünen in ihrem Programm zum Beispiel zur Wohnungsnot durchaus gute Pläne haben. Ich hatte ja neulich auch mit diesem DEW-Forscher über Wohnungsbaupolitik gesprochen, und da nannte er auch das Programm der Grünen so mit am ausgewogensten, sondern am schlüssigsten sozusagen, als schlüssigstes Konzept. Aber sicherlich, ich meine, auch in Bayern sind ja viele von der CSU tatsächlich zu den Grünen auch gewandert, nicht nur von der SPD. Und im Bund, wie gesagt, da hat jetzt nach dem neuesten Deutschland-Trend vom 19.10. die CDU-CSU nur noch 25%, die Grüne 19, AfD 16, SPD 14 nur noch. Also da ist sehr, sehr, sehr viel in Bewegung, und ich glaube, wir warten jetzt einfach mal die Hessenwahl ab, um zu sehen, ob diese große Koalition noch weiter überlebt. Kommen wir zum nächsten Thema, und das ist sehr geprägt von eurem Feedback. Und da geht es nämlich um Klimapolitik im weitesten Sinne. Und bevor wir auf euer Feedback da nochmal eingehen, noch eine ganz interessante Meldung, die diese Woche die Runde machte, nämlich der VCD, also ein sehr ökologisch orientierter, industriekritischer Verkehrsclub Deutschland, der hat eine Liste mit Autos vorgestellt, die dieser Verkehrsclub für kaufbar hält und sie Leuten empfiehlt, die denn ein Auto kaufen wollen. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten, da geht es halt darum, dass sie sagen, okay, wir empfehlen euch Hybridautos, Erdgasautos und kleine, sparsame Benziner und auch Dieselautos mit SCR-Katalysator. Hauptsache, die Autos sind klein und leicht und erfüllen eben diese Abgasnorm Euro 6D Temp. Bei den Elektroautos sagen sie, gibt es ein paar, Renault Zeo, Zoe, den Nissan Leaf, BMW i3i und den VW i-Up, die lohnen sich immer mehr, sagt der VCD. Klimaverträglich seien diese Autos natürlich vor allem dann, wenn der Strommix stimmt und sie 100% mit Ökostrom betankt werden, das haben wir auch letztes Mal gesagt, aber das war auch ein Feedback von euch. Auch wenn vielleicht die Ökobilanz, sagen wir mal CO2-mäßig bei Elektroautos umstritten sein kann, weil eben, ne, Batterien und Akkus
hergestellt werden müssen, weil der Strommix vielleicht unter Umständen nicht stimmt. Was aber immer auf Habenseite der Elektroautos steht, ist, dass sie eben keinen Gift ausstoßen aus dem Auspuff und sozusagen lokal in den Städten die Luft nicht verpesten. Das ist also ein riesen Pluspunkt. Und der VCD sagt, aus ökologischer Sicht würden sich E-Autos nicht eignen für Leute, die wenig fahren. Oder als Zweitwagen, also immer so, wenn es unter 5000 Kilometer im Jahr ist, dann sagt der VCD, dann lohnt sich, also klimapolitisch, ein Elektroauto nicht, weil die Batterieproduktion einfach so extrem energieaufwendig ist. Ja. Das ist natürlich in der Tat ein Aspekt, der häufig aus dem Blick gerät, wenn man, also im Grunde bei der ganzen Betrachtung von Emissionen, dass es eben nicht nur darum geht, was kommt unmittelbar hinten aus dem Auspuff. Klar, das ist lokal die relevante Frage, aber das ist bei der Energiebilanz generell nicht die alleinige relevante Frage, sondern man muss immer darauf schauen, wie viel Energie zum Beispiel muss investiert werden, um ein Produkt überhaupt herzustellen und natürlich auch, wie viel Schadstoffe fallen an. Insofern ist das extrem schwierig, so eine Energiebilanz wirklich oder auch generell eine Umweltbilanz eines Produkts herzustellen oder aufzustellen, die quasi alle Aspekte in den Blick nimmt. Also genau, VCD sagt noch, besonders geeignet seien E-Autos aber in städtischen Fuhrparks, ne, ist klar, bei Carsharing-PKWs und als Privatfahrzeug eignet es sich am ehesten für Pendler und Pendlerinnen, die täglich Fahrten von 30 oder mehr Kilometer pro Strecke zu absolvieren haben. Ne? Und je mehr erneuerbare Energien es eben gibt und je mehr sich die Batterieproduktion verbessert und je klimafreundlicher die wird, desto klimafreundlicher werden eben auch Elektroautos, sagen sie. Momentan gibt es aber eben zwei Probleme. Hersteller, deutsche Hersteller zumal, bieten viel zu wenig Modelle an und die Lieferzeiten sind extrem, zum Teil von einem Jahr und mehr. Und da wollte ich an dieser Stelle nochmal auf ein, wie ich finde, ganz interessantes Projekt hinweisen, nämlich das E-Go, die Firma E-Go, ist ein Aachener Spin-Off aus der Aachener Uni und die bauen eben ein Elektroauto, weil es eben deutsche Hersteller zu wenig tun und zwar in einem Segment wirklich günstig, nämlich die bauen ein Elektroauto ab 16.000 Euro. Die Produktion ist jetzt im Sommer angelaufen und Ende des Jahres sollen also die ersten Autos ausgeliefert werden. Da würde mich mal bei euch, von euch interessieren, hat sich da von euch jemand etwas bestellt? Ist da mal jemand mitgefahren? Habt ihr da mal die Reichweite testen können? Also das finde ich ist ein sehr lohnendes und interessantes Projekt. Wie gesagt, Elektroautos ab 16.000 Euro mit ein bisschen Rabatt dann vielleicht auch drunter. Aber da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Aber jetzt kommen wir zum Feedback. Ja, genau. Wir hatten ja in der vergangenen Folge bei der Lage live in Essen einen umfangreichen Schwerpunkt zum Thema Klimawandel, zum Thema CO2 und auch natürlich zum NOx-Problem, Stickoxide in den Städten. Und da gab es ein umfangreiches Feedback, insbesondere zum Thema Klimawandel. Zum Beispiel hat uns Jörg kommentiert, übrigens Stichwort Kommentare, die findet ihr auch unter lagedernation.org. Ja, lagedernation.org ist unsere Homepage von der Lage der Nationen. Da gibt es zu jeder Folge im Grunde eine eigene Seite, auf die kommt man, wenn man oben quasi auf die Überschrift einer Folge klickt. Und da gibt es dann auch die Kommentare. Da kann man dann, irgendwo gibt es dann so einen Link, der heißt dann irgendwie, keine Ahnung, 80 Kommentare oder wie viel halt gerade schon geschrieben wurden. Wenn man da draufklickt, dann kommt man auf die Kommentaransicht. Also jedenfalls, Jörg hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und uns einen Kommentar geschrieben. Und er sagt, als Landkind, das in die Stadt gezogen ist und immer wieder auf Heimaturlaub ist, hört man leider viel zu oft das Totschlagargument der Alternativlosigkeit des Automobils auf dem Lande. Haben wir auch gesagt. Kam auch im Podcast. Ja. Ne? Mein Problem damit ist, schreibt Jörg, dass damit allein der Gedanke an potenzielle Veränderungen an den Fortbewegungsarten auf dem Land quasi im Keim erstickt wird. Kommt man mit den Menschen ins Gespräch, stellt sich heraus, dass die tatsächlich gefahrenen Strecken häufig auch nur 4 bis 8 Kilometer lang sind und man nicht immer Sprudelkästen transportieren muss. Aus meiner Sicht bieten auch hier Alternativen, Lastenrad, E-Bike, gemeinschaftlich genutzte Fahrzeuge, sich an. Und dazu hat Philipp noch einen Tipp rausgesucht, nämlich Bund und Bundesländer subventionieren den Kauf eines E-Cargo-Bikes mit zum Teil mehr als 1.000 Euro. Genau, Link packen wir in die Shownotes. Ich dachte, ich hatte das mal, also ich weiß es von Berlin, da sind es glaube ich 1.000 oder 1.500 Euro pro Lastenbike, was elektrisch vorangetrieben wird, aber habe dabei eben auch gesehen, dass der Bund auch Förderprogramme hat und auch zahlreiche andere Bundesländer. Wie gesagt, da gibt es so einen Link, cargobike.jetzt/Kaufprämien, ist dann in den Shownotes. Das könnt ihr euch nicht nur anschauen, wenn ihr auf dem Land wohnt. Was schreibt denn Silke?
Ja, Silke weist uns darauf hin, dass wir, wie soll ich sagen, mal so ein bisschen unseren Fokus erweitern müssen, wo denn überall CO2 herkommt. Sie schreibt, mir fehlt in der aktuellen Mobilitätsdebatte gerade im Hinsicht auf CO2 der Einbezug von Zug- und Fernreisen. Nach wie vor ist es ein politisches Unding, dass Flugreisen so massiv subventioniert sind. Was ja stimmt, ne? Flugbenzin kostet irgendwie so gut wie keine Steuer. Ich selbst lebe in der Generation, wo es selbstverständlich ist, häufig zu fliegen oder Fernreisen zu machen. Die Reduktion von Flugreisen wäre sicherlich sinnvoll, dennoch muss die Frage politisch gelöst werden und kann nur bedingt in die Verantwortung des Einzelnen gelegt werden. Parallel dazu muss die Bahn mehr unterstützt werden. Wenn man sich den Zugverkehr in anderen Ländern anschaut, ist das nicht nachvollziehbar, wieso das hier in Deutschland so schlecht funktioniert. Also dazu kann ich zwei, drei Sachen sagen. Also erstens Bahn. Da gibt's, finde ich, ganz gute Meldungen. Das haben wir, hab ich, wie gesagt, letzte Woche nicht groß thematisiert, weil ich es dann so wichtig nicht fand. Aber wenn jetzt hier das schon aufkommt, dann kann man das kurz sagen. Ich war letzte Woche bei einer Veranstaltung, wo der Deutschlandtakt vorgestellt wurde, der Deutschen Bahn. Also so ein Konzept, Deutschlandtakt heißt, du definierst große Knoten in Deutschland und an diesen Knoten fahren Züge immer regelmäßig ab, entweder zur vollen Stunde oder zur halben Stunde oder zur vollen und zur halben Stunde, und weiterführende Züge fahren eben wenige Minuten später, sodass du eigentlich nicht mehr auf den Fahrplan gucken musst, sondern das Zugfahren bundesweit wirklich funktioniert wie öffentlicher Nahverkehr in den Städten. Du guckst einfach, fährst einfach los und du weißt, dein Zug kommt dann, und jeder Zug, der dann fährt, bringt dich irgendwie in die nächste Richtung, und in alle Anschlusszüge sind immer da, und das ist ein total verlässliches Raster. Das ist in der Schweiz so, das ist das große Vorbild, und das ist seit Jahrzehnten Forderung von irgendwelchen Bahnaktivisten, dass das umgesetzt wird, und jetzt hat das Bundesverkehrsministerium und Andreas Scheuer das mal durchrechnen lassen und so ein Modell erstellen lassen, wie das aussehen könnte. Und da waren selbst so Bahn, VCD hier, Verkehrsclub und ProBahn, waren wirklich angetan von der Detailtiefe, mit der die das haben durchrechnen lassen. Das wird jetzt noch nicht umgesetzt, aber wird diskutiert und soll halt 2022, glaube ich, oder 2020, weiß ich jetzt gerade nicht, sozusagen abgeschlossen sein, die Diskussion, wie machen wir das? Und der fundamentale Wechsel ist eben, du hast nicht mehr ein Schienennetz und guckst dann, wie können wir dafür einen Fahrplan machen, sondern du hast einen Fahrplan, nämlich so einen Taktfahrplan, und baust dann dein Schienennetz dafür um. Das wird noch Jahrzehnte dauern, aber ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Weichenstellung, um Zugfahren attraktiver zu machen, um planbarer zu machen, um die Reisezeiten zu verkürzen. Also das fand ich, ist mal eine gute Meldung, und das war auch von Bahnkritikern angemerkt worden, überrascht, wie detailliert das Verkehrsministerium das hat machen lassen. Wie gesagt, wird noch Jahrzehnte dauern, bis es soweit ist, aber da fährt der Zug, glaube ich, in die richtige Richtung. Erstens. Zweitens, ja, Flugverkehr, 5% ungefähr Anteil am Klimawandel. Und auch richtig, BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, sagt, mit 10 Milliarden Euro pro Jahr wird der Luftverkehrssektor in Deutschland subventioniert. Nämlich erstens, indem Kerosin Energiesteuer befreit ist, und zweitens, indem internationale Flüge von der Mehrwertsteuer befreit sind. Sagt aber auch, die Luftverkehrssteuer von 2011 eingeführt, war ein erster Schritt zum Subventionsabbau. Also das nur nochmal, um das Bild zu komplettieren. Ja, dann haben wir noch einen interessanten Hinweis bekommen von James. James nämlich meint, wir brauchen eine, wie er das auch formuliert, Bepreisung von Kohlendioxid. Mit anderen Worten, der Ausstoß von Kohlendioxid muss sich auch im Portemonnaie bemerkbar machen. Dazu schreibt er, von Ökonomen wird diese Bepreisung als die wirksamste und kostengünstigste Methode anerkannt, um die notwendige Dekarbonisierung, Klammer auf, also die Abkehr vom Kohlenstoffverbrauch, zu bewirken. So hat zum Beispiel der Bundesrechnungshof neulich auf ca. 40 Seiten die Bundesregierung massiv dafür gerügt, anstatt auf das Instrument der CO2-Bepreisung auf teure und ineffiziente Subventionen zu setzen. Wenn man auf CO2 einen Preis setzt, dann braucht man sich keine weiteren Gedanken darüber zu machen, ob Teleworking wichtiger ist als Fleischverzicht. Der Klimaschaden zeigt sich im Preis und der Verbraucher entscheidet sich entsprechend. Und das ist ja auch keine ganz neue Idee, und der ist ja politisch tatsächlich auch schon zumindest grundsätzlich umgesetzt, nämlich in diesem sogenannten Zertifikatehandel, der in der EU gilt. Die Idee ist, du brauchst in bestimmten Branchen, Energie ist einer davon, du brauchst pro Tonne CO2 ein sogenanntes Zertifikat, also eine Berechtigung, diese Tonne CO2 in die Luft zu blasen. Und wenn du halt nicht genug Zertifikate hast, dann musst du dir von anderen ein Zertifikat kaufen. Wenn du welche über hast, weil du so besonders sparsam warst, dann kannst du sie verkaufen und hast einen Gewinn daraus. So die Idee. Das Problem an diesem ganzen Konstrukt war aber bisher, zu Beginn dieses des Zertifikatehandels wurden viel zu viel
Zertifikate ausgegeben. Also sozusagen für bestehende Betriebe wurde gesagt, hier habt ihr Zertifikate. Und das waren aber viel zu viel, um diese Betriebe nicht zu sehr zu belasten. Und deswegen war der Preis pro Tonne CO2 bisher so niedrig, ein paar Euro pro Tonne, dass der eigentlich keinen Effekt gehabt hat. Das heißt, wenn dir Zertifikate gefehlt haben, dann musstest du halt nicht wirklich viel Geld ausgeben, um welche nachzukaufen. Außerdem war das kaum der Fall, weil einfach so viele Zertifikate im Umlauf waren. Aber, und das fand ich ganz interessant, 2017 hat der Rat der EU-Mitgliedstaaten und das EU-Parlament sich darauf geeinigt, eben diesen Zertifikateüberschuss schneller abzubauen, also Zertifikate immer mehr aus dem Markt zu nehmen. Das soll 2019 beginnen und dann in den nächsten Jahren stärker werden, sodass immer weniger Zertifikate da sind. Und das Interessante ist, der Effekt, der zeigt sich nämlich schon jetzt. Seit Beginn des Jahres hat sich der Preis pro Tonne CO2, also für ein Zertifikat, nämlich verdreifacht. Link dazu findet ihr in den Shownotes, ist jetzt bei 20 Euro Pi mal Daumen. Und es gibt halt Leute, die davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren, weil es immer weniger Zertifikate geben wird, dieser Preis pro Tonne CO2 auf 35 bis 40 Euro ansteigen wird. Und das würde dann schon, da wären wir dann, glaube ich, schon in einem Bereich, der echt Effekt hätte auf zum Beispiel Kohlekraftwerke, die einfach dann so viel Geld ausgeben müssen, um sich die Berechtigung zu kaufen für das ganze CO2, was sie ausstoßen, dass Kohlekraftwerke einfach nicht mehr rentabel sind und dann automatisch vom Markt genommen werden, weil es einfach zu teuer ist. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Also speziell, wenn das jetzt schon Wirkung zeigt, wenn CO2 teurer wird. Allerdings muss man sagen, gilt halt bisher nur in der EU, müsste irgendwie auch weltweit implementiert werden, ist schwierig und man müsste viel mehr Branchen mit einbeziehen. Also heute ist es im Wesentlichen Industrie und energieintensive Industrien und Energiegewinnung, also Kohlekraftwerke, aber man muss zum Beispiel auch Flugverkehr und Schifffahrt und sowas mit einbeziehen, damit es dann wirklich funktioniert. Aber man muss sagen, jetzt kriegt dieses System langsam Zähne. Ja, und vor allem ist das Schöne daran ja, dass das im Grunde eine weitgehend automatische Regulierung ist, wenn man tatsächlich alle Branchen einbezieht und natürlich auch die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher, da muss man nicht mehr wegen jedes einzelnen Humbys oder wegen jedes einzelnen Tagebaus irgendwelche Schlachten schlagen, politische Schlachten, die dann häufig ja auch zu etwas schmuddeligen, im wahrsten Sinne des Wortes, Kompromissen führen, sondern man kann dann einfach einmal dieses System einführen und genau wie es der James in seinem Kommentar angedeutet hat, dann regelt sich das weitgehend selber über den Preis, weil sich einfach Umweltschweinereien dann nicht mehr lohnen. Und das finde ich einen ausgesprochen charmanten Ansatz. Und der hat auch sowas charmant Marktwirtschaftliches an sich, ne? Weil er eben nicht auf staatliche Geh- und Verbote setzt, sondern weil es eher ein staatliches Anreizsystem ist oder in diesem Fall sogar europäisches Anreizsystem, sich ökologisch vernünftig zu verhalten, wenn man das dann nicht will. Dann kann man natürlich immer noch dagegen verstoßen, da kann man dann wieder sagen, das ist so ein bisschen unsozial, aber ich denke, dass der ökologische Effekt jedenfalls ganz erheblich sein wird. Gut, dann haben wir in den Kommentaren noch Hinweise bekommen auf andere CO2-Quellen. Also wir sollen uns nicht nur auf den Verkehr oder generell andere Quellen von klimaschädlichen Gasen in diesem Fall, wir sollen also nicht nur auf den Verkehr schauen oder auf Heizen oder Industrie, sondern wir sollten doch auch mal den Blick richten auf die Landwirtschaft und dort vor allem die Milchproduktion und die Fleischproduktion. Und das Interessante daran ist, dass eben gerade Nutztiere relativ klimaschädlich sind und zwar nicht wegen des CO2s primär, sondern vor allem wegen Methans, einfach weil Nutztiere einfach durch ihre Därme Methan produzieren, also quasi auf Deutsch Nutztiere pupsen mal und das führt dann eben in der Masse dazu tatsächlich, dass dieses Methan, was ein sehr klimaschädliches Gas ist, sich in der Atmosphäre anreichert, natürlich nicht wegen einer Kuh, ja, aber wenn man jetzt eben Millionen oder gar Milliarden von Nutztieren auf dem Erdball hat, dann kommt da eben eine ganze Menge Pups zusammen. Und das ist das Interessante bei der Klimastatistik. Man darf eben nicht nur auf CO2 schauen, sondern man muss den Effekt aller Klimagase betrachten. Das sieht man auch sehr schön an einer aktuellen Studie der Europäischen Union, auf die wir hingewiesen wurden, wenn man, das nennt sich European Union Greenhouse Gas Inventory, also quasi so eine Art Bestandsaufnahme der Treibhausgase in der Europäischen Union. Wenn man dann nur auf den CO2-Ausstoß guckt, ja, wir verlinken das PDF mal, das ist irgendwie Seite 66, dann kommt man auf 29% CO2 für Strom und Heizung, 25% Straßenverkehr, 14% Industrie und Bau, 11% Wohnungen und Landwirtschaft spielt kaum eine Rolle. Wenn man aber Methan mit in den Blick nimmt und alle anderen Klimagase auch und die mal umrechnet, quasi auf CO2-Äquivalente, dann
sieht man, dass 78% der schädlichen Emissionen für Energie aufgewandt werden und immerhin 10% für die Landwirtschaft. Und Philipp, ich glaube, du hast noch eine Studie vom Umweltbundesamt. Ja, genau. Einfach nur mal zu gucken, deckt sich das so ein bisschen. Und das Umweltbundesamt hat es für Deutschland für 2016 gemessen mit 7,2% Anteil an den gesamten Treibhausgasen, also CO2, Methan, Lachgas etc. Und 2017 sollen die dann nochmal gestiegen sein. Also das deutet darauf hin, dass die Landwirtschaft schon erheblichen Anteil hat, sagen wir mal 8, 9, 10%, je nachdem, wie man misst. Und was dann halt auch noch dazu kommt, da weiß ich nicht, inwieweit das damit eingepreist ist, dass wenn wir halt hier Fleisch essen, dann wird das entweder importiert oder zumindest das Futter, die Futtermittel werden importiert, beispielsweise aus... Nicht aus, immer, ne? Aber nicht oft. Immer, aber oft aus Südamerika, wo dann wiederum Bäume, Wälder gerodet werden, um diese Futtermittel eben anpflanzen zu können und so. Also so hat der Fleischkonsum da auch noch viel weitergehende Konsequenzen. Und ich würde sagen, wie groß dieser Effekt nun auch immer sein mag, er ist auf jeden Fall da. Fleisch ist relativ klimaschädlich und wer es also mag und darauf verzichten kann, der muss vielleicht nicht komplett drauf verzichten. Ich glaube, das muss nicht sein, aber diesen Fleischkonsum einfach einzuschränken. Ich glaube, das ist schon mal ein Schritt, den jeder tun kann, auf einmal in der Woche oder vielleicht einmal in 2 Wochen. Wenn wir das alle machen würden, wären wir schon einen großen Schritt weiter. Jetzt kommen wir zum Thema, was sich so über die letzten Wochen so ein bisschen aufgebaut hat. Erst dachte ich, es wäre so ein Bundesland, okay, aber jetzt sind es schon 2, 3, 4, die da mitmachen, nämlich die AfD will Lehrer an den Pranger stellen und tut das auch schon. Hat es angefangen, glaube ich, mit Hamburg zu Beginn des Jahres, wo eben die AfD-Fraktion im Hamburger Landesparlament online eine Seite freigeschaltet hat und dazu aufgerufen hat, dass Schüler, Schülerinnen eben dort Lehrer melden, die sich im Unterricht in der Schule AfD-feindlich geäußert haben. Und ich glaube, in Hamburg. Kritisch, ne? Und schon, also schon jede Kritik soll da ja gemeldet werden. Soll das gemeldet werden. Ja. Und da in Hamburg war, glaube ich, auch mit Namensangabe, in Baden-Württemberg war das auch online, ist jetzt wieder offline, da kam vielleicht. Andersrum, also in Hamburg keine Namen, in Baden-Württemberg gab es auch kurz mal so eine vergleichbare Website, da sollten sogar Namen eingetragen werden. Diese Seite ist jetzt aber gerade wieder offline, interessanterweise. Genau. Und Pläne hören wir noch auch von den AfD-Fraktionen in Berlin, Brandenburg, Bayern, Bremen, Sachsen und Sachsen. Genau, ich glaube Brandenburg ist sogar schon online. Also da scheint die oder macht die AfD bundesweit über die Landtagsfraktionen Stimmung gegen Lehrer und ruft dann dazu auf, manchmal mit Namensnennung, manchmal ohne, dass Schüler und Schülerinnen dort Lehrer melden, die sich irgendwie AfD-kritisch zeigen. Genau. Ja, jetzt ist die Frage, also das eine ist ja so ein bisschen, weiß nicht, wie wollen wir das machen? Wollen wir erst auf die Rechtslage eingehen? Oder Ich glaube, das braucht man so als Hintergrund. Man muss erstmal wissen, wie ist denn eigentlich die Lage? Also die AfD ruft, wie gesagt, dazu auf, Lehrerinnen und Lehrer zu denunzieren. Ja, da wird in Deutschland natürlich heiß und kalt. Wir hatten in Deutschland ja schon mal eine Diktatur, die auf einem Spitzelwesen aufgebaut hat. In ganz Deutschland, erst seit 1989 haben wir die zweite Diktatur in Deutschland überwunden, die ein umfangreiches System von IMs und Stasi-Spitzeln aufgebaut hat. Und deswegen Denunziation steht in Deutschland eigentlich nicht so hoch im Kurs. Die AfD allerdings möchte jetzt eben, dass Lehrer von Schülerinnen und Schülern und von ihren Eltern gemeldet werden. Ja, und zwar jetzt nicht bei irgendwelchen Behörden, sondern bei den AfD-Landtagsfraktionen. Aber ganz kurz, aber wo würdest du denn die Grenze ziehen zwischen Denunziation und Meldung, sagen wir mal, rechtswidrigen Verhaltens? Ich glaube ehrlich gesagt, Philipp, dass die AfD-Fraktionen dafür gar nicht zuständig sind. Wenn sich ein Lehrer wirklich rechtswidrig verhält, dann kann man zunächst mal das Gespräch suchen. Ja, also ich denke mal, in einer zivilisierten Gesellschaft schießt man nicht gleich, sondern man redet erstmal miteinander. Und sollte dann tatsächlich dieser Lehrer oder diese Lehrerin ein rechtswidriges Verhalten fortsetzen, dann kann man zunächst mal den Schulleiter darauf ansprechen. Man kann schlimmstenfalls, wenn das dann alles nichts bringt, die Schulbehörde einschalten. Das heißt, es gibt quasi zivilisierte Methoden mit vermeintlichem Fehlverhalten von Lehrerinnen und Lehrern umzugehen. Und dann gilt in diesen Situationen nämlich auch ja der alte, schon im römischen Recht verankerte Grundsatz audiatur et altera pars. Ja, also auch die andere Seite soll angehört werden. Genau das will die AfD ja nicht. Es soll ja gerade nicht das Gespräch gesucht werden, wie es eigentlich in einer Schule sinnvoll wäre, die einem demokratischen Diskurs verpflichtet ist, sondern es werden die Lehrer einseitig angeschwärzt und können sich zunächst mal nicht wehren. Man muss dann halt schauen, was die AfD mit diesen Informationen macht. Aber wie gesagt, ich möchte eigentlich jetzt gerne kurz mal den Blick darauf wenden,
was Lehrerinnen und Lehrer eigentlich dürfen. Wir haben als also das ist ja Landesrecht, ne? Das Schulrecht in Deutschland wird von den Bundesländern geregelt. Wir haben jetzt mal als Beispiel einfach das Schulgesetz aus Nordrhein-Westfalen rausgesucht, einfach weil die Formulierung dort relativ konservativ ist und insofern noch vergleichsweise viel Spielraum lässt für sagen wir mal, Positionen der AfD. Dort heißt, oder für Inhalte, die irgendwie eher konservativ klingen, da heißt es nämlich in § 2 des NRW-Schulgesetzes, unter der Überschrift Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule, Absatz 1. Die Schule unterrichtet und erzieht junge Menschen auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung. Macht irgendwie Sinn. In einem Verfassungsstaat ist eben der Ausgangspunkt Grundgesetz und Landesverfassung. Und Absatz 2, da heißt es dann so schön, Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Die Jugend soll erzogen werden im Geist der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen, zur Verantwortung für Tiere und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen in Liebe zu Volk und Heimat, zur Völkergemeinschaft und zur Friedensgesinnung. Also eine ganze Menge hoher und hehrer Werte, die allesamt zum Erziehungsauftrag der Schule gehören. Aber die Frage ist natürlich, das ist ja alles jetzt relativ abstrakt, was, Philipp, bedeutet denn das konkret eigentlich für den Unterricht? Ich glaube, und da ist eben ein Dokument, sagen wir maßgeblich seit vielen Jahrzehnten, was sich nennt der Beutelsbacher Konsens. Der wurde 1976 auf Initiative der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg erarbeitet und ist eigentlich bis heute geltender Standard für den politisch-historischen Unterricht an allen Schulen. Und Grundbestandteile sind eigentlich A, ein Verbot zu überwältigen und zu indoktrinieren. Es gibt ein Gebot, aber gleichzeitig politisch kontrovers auch, politisch Kontroverses eben auch als kontrovers darzustellen. Und Schüler und Schülerinnen sollen eben ganz wichtig befähigt werden, ein eigenständiges Urteil über politische Themen zu gewinnen. So. Genau. Und das erste finde ich zum Beispiel überwältigen. Was bedeutet denn das eigentlich? Das bedeutet natürlich nicht, dass ein Lehrer nicht oder eine Lehrerin nicht eindrucksvoll argumentieren darf. Ne? Also natürlich darf ein Lehrer oder eine Lehrerin seine eigene Position darstellen. Es wird immer schwierig, wenn sich jemand dann quasi deutlich für eine Partei ausspricht. Es ist aber immer deutlich einfacher, wenn sich jemand nur für bestimmte politische Überzeugungen ausspricht. Und die Grenze ist immer da erreicht, wo die Schülerinnen und Schüler quasi gezwungen werden sollen, deswegen überwältigen oder indoktrinieren, die eigene Position zu übernehmen. Aber es ist gerade keine Pflicht, mit der eigenen Überzeugung völlig hinter dem Berg zu halten. Ganz im Gegenteil, man kann, denke ich, Schülerinnen und Schüler gar nicht erziehen zu eigenem politischen Denken, wenn man selber so tut, als wäre man irgendwie ein politisches Twitter-Wesen und hätte keine eigenen Auffassungen. Insofern ist aus meiner Sicht jedenfalls schon die Grundidee der AfD völlig verkehrt, dass Lehrerinnen und Lehrer sich nicht politisch äußern dürften. Wie gesagt, sie müssen das sogar tun, denn sonst können sie Schülerinnen und Schüler nicht befähigen, ein eigenständiges Urteil zu gewinnen, was ja ausdrücklich Auftrag ist nach diesem Beutelsbacher Konsens. Und die Landeszentrale für politische Bildung aus Baden-Württemberg hat mal versucht, das so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Mich persönlich hat das überzeugt, was sie da schreiben. Da heißt es jetzt ein Zitat: Wenn ein amerikanischer Präsident pauschal über einzelne Bevölkerungsgruppen herzieht, die Unabhängigkeit von Richtern infrage stellt, Wahlergebnisse zu seinen Ungunsten nicht anerkennen will oder kritische Medien am liebsten verbieten würde, dann ist dies im Gemeinschaftskundeunterricht im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung selbstverständlich kritisch zu beleuchten. Das würde vermutlich auch die AfD noch mitmachen. Aber dasselbe, und jetzt kommt der zweite Teil des Zitats, dasselbe gilt auch für politische Parteien, die Antisemiten in ihren Reihen dulden, erkennbare personelle Überlappungen in die rechtsradikale und rechtsextremistische Szene aufweisen, deren Abgeordnete bei Demonstrationen mitlaufen, bei denen offen der unter Strafe stehende Hitlergruß gezeigt wird. Dies kann im politischen Unterricht nicht nur kritisch angesprochen werden, dies muss kritisch angesprochen werden. So ausdrücklich die Landeszentrale. Und da muss man sagen, das ist zwar einerseits eine Behörde, aber die ist von ihren Inhalten her bewusst staatsfern organisiert. Da gibt es also Gremien, so ein bisschen ähnlich wie bei den Rundfunkanstalten, die dafür sorgen sollen, dass alle gesellschaftlichen Gruppen da repräsentiert sind. Mit anderen Worten, es ist nicht nur die Kritik bestimmter Aspekte der AfD im Unterricht ist nicht nur in Ordnung, sondern sie ist geradezu die Pflicht aller Lehrerinnen und Lehrer. Sie dürfen sich nur eben nicht pauschal kritisch zur AfD äußern, sondern sie müssen sich auf diejenigen Punkte kritisieren, wie gesagt hier beispielsweise rechtsradikale und rechtsextremistische Szene und so, die konkret gegen die freiheitlich-demokratische
demokratische Grundordnung verstoßen, aber da gibt es bei der AfD ja genug. Ja, und ich erinnere mich auch in meinem Unterricht, ich meine, wenn's, weißt du, Leitlinie ist halt diese freiheitlich-demokratische Grundordnung und daran werden Inhalte, politische Inhalte gemessen und wenn es Parteien gibt, die sich daran reiben oder dem zum Teil auch widersprechen und damit nicht d'accord und kongruent sind, dann muss man das ansprechen und das war damals in meiner Schule auch so mit Parteien, die es halt damals gab und ich glaube, dass Lehrer, ja, dass sie vielleicht nicht ihre eigenen Parteipräferenzen da nennen und eben sagen, das sollt ihr wählen und vor allen Dingen auch im Unterricht klar machen, das ist vielleicht meine Meinung, dafür gibt es Argumente, aber dann die Meinung der Schüler eben auch akzeptieren und wenn sie sich in Arbeiten anders äußern und das gut verargumentieren, eben nicht abstrafen, weil das nicht mit der Meinung des Lehrers einhergeht. Ich glaube, das ist auch unter Indoktrinierung und Überwältigung gemeint. Also ich denke, solange sich Lehrer, die können da nicht neutral sein und das glaube ich ist auch nicht damit gemeint. Aber wie ist denn das? Also dieses Instrument der Dienstaussichtsbeschwerden, das kommt ja jetzt immer sozusagen, okay, wenn ein Lehrer, sagen wir mal, diesen Grundsätzen, die der Bottelsbacher Konsens dort zeichnet, wenn er sich daran nicht hält, dann kann man eine Dienstaussichtsbeschwerde machen. Ich glaube, das geht schon in die falsche Richtung. Das Problem ist doch, natürlich kann man das machen, wenn der Lehrer sich nicht dran hält, ja. Aber wir haben ja gerade festgestellt, in aller Regel ist Kritik auch an der AfD und an der AfD-Position völlig in Ordnung nach dem Bottelsbacher Konsens. Und das ist das Gemeine doch daran, dass es eben gerade nicht darum geht, bei diesen Denunziationsplattformen der AfD Fehlverhalten aufzuzeigen, sondern es geht darum, Dienstaufsichtsbeschwerden auch bei völlig korrektem Verhalten auszulösen, einfach um Lehrerinnen und Lehrer einzuschüchtern. Das ist gerade ja nicht eine Form der Rechtmäßigkeitskontrolle, sondern es ist eine reine Schikane-Strategie, um Lehrerinnen und Lehrer auf Linie zu zwingen und jede Kritik an der AfD im Keim zu ersticken. Aus meiner Sicht jedenfalls. Ich meine, da muss man ein bisschen abwarten, wie die AfD dieses Instrument nutzen wird. Aber diese Denunziationsplattformen, die ja zunächst mal eben bei der AfD auflaufen, glaube ich, die werden sicherlich zu Dienstaufsichtsbeschwerden führen, aber die allerwenigsten davon werden berechtigt sein, nach all dem, was wir eben gerade gehört haben. Und das ist ja auch, die Frage, was für eine Strategie verbindet die AfD damit? Ja, was steckt dahinter? Und ich denke, man kann das schon sehen. Es ist Angst zu schüren, es ist Unsicherheit zu schüren unter Lehrern und Lehrerinnen. Ja, was kann ich denn jetzt eigentlich noch sagen? Und eventuell Kritik dann doch, sagen wir mal, beiseite zu lassen, weil man eben Angst hat vor einer Dienstaufsichtsbeschwerde seitens der AfD, weil man Angst hat, in einer dieser Online-Plattformen beim Namen genannt zu werden. Und was würdest du noch sagen, ist der Effekt oder die Strategie? Also ich finde, dahinter steht ein aus meiner Sicht ziemlich totalitäres Demokratieverständnis. Entweder seid ihr für uns, ja, oder schweigt zumindest, oder wir machen euch fertig, auch wenn wir rechtlich eigentlich gar nichts zu kritisieren haben. Ne? Das ist also, das erkennbare Ziel daran ist, gesellschaftliche an der Kritik an der AfD möglichst zu verhindern. Und das kann einem einfach nur gruseln lassen. Also alleine schon diese Geisteshaltung, einen kritischen Diskurs über die eigenen Positionen zu verhindern, die zeigt schon die ganze demokratiefeindliche Haltung, jedenfalls einige in der Partei. Das muss man immer differenzieren. Das ist ja möglicherweise nicht Programm der AfD, aber das ist eben jedenfalls das Ergebnis. Ja? Und wie heißt das so schön? An ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Und wer eine Plattform ins Netz stellt, die offensichtlich den Effekt jedenfalls haben wird, Lehrerinnen und Lehrer einzuschüchtern und diesen völlig legitimen Diskurs, ja, um sie Bottelsbacher Konsens zu verhindern, der stellt sich eben gegen den demokratischen Diskurs. Da mache ich mir große Sorgen und ich finde es zugleich sehr entlarvend. Ja, welch Geisteskind diese Partei eigentlich ist. Ja, ich versuche immer noch die Grenze zu ziehen zwischen sagen wir mal, angstmachender und totalitär wirkender Pseudokritik sozusagen. Ja, also wir machen Kritik und Dienstaussichtsbeschwerden, obwohl wir wissen, dass es eigentlich dafür keinen Grund gibt, sondern der Sinn ist, Angst zu machen und, sagen wir mal, legitimer Skepsis und legitimer Kritik, weil ich weiß das zum Beispiel aus dem Radiokontext, wo ich jetzt auch schon öfter zu hören kriege, so nach dem Motto, ja, der öffentliche rechte Rundfunk, der steht ja schon auch unter besonderer Beobachtung und Philipp, wir müssen da einfach die Fakten gerade haben. Wir können uns da keine Fehler leisten, guck das nochmal nach oder so oder sonst lassen wir es weg. Und das finde ich ja durchaus einen guten Effekt. Ja, also ich frage mich da, wo verläuft da die Grenze zwischen legitimer, verstärkter Kontrolle, ja, die dann auch zu Qualitätsverbesserungen führt und angstmachender, diffamierender Kritik und solcher Plattformen.
Also ganz ehrlich, Philipp, wir haben das, ich glaube, wir haben es ja eigentlich schon gesagt, in der Schule besteht 0,0 Anlass für eine solche Denunziationsplattform, weil es schulinterne und auch wesentlich demokratiekompatiblere Möglichkeiten gibt, auf etwaiges Fehlverhalten hinzuweisen. Wie gesagt, man muss zunächst mal das Gespräch also mit den Lehrern oder der Lehrerin suchen. Also es ist auch sozusagen. Das ist völlig unverhältnismäßig. Da werden dann schwarze Listen geführt von irgendwelchen Lehrern. Da wird dann von der AfD auch oder von AfD Abgeordneten wird irgendwie getwittert, dass schon schwarze Listen geführt werden. Ich weiß nicht sicher, ob das auch, getwittert worden ist mit Bezug auf Lehrerinnen und Lehrer, aber jedenfalls in Bezug auf andere Berufsgruppen, wie zum Beispiel Journalisten, wurde das ja schon getwittert. Ne? Wir führen schon Listen und wartet nur, bis wir mal ans Ruder kommen. Ja? Also das ist wirklich, das zeigt, welch Geisteskind da jedenfalls einige Leute sind. Und wie gesagt, in der Schule braucht es diese Form von Kritik aus meiner Sicht überhaupt nicht, sondern das kann man, diese Denunziationsplattform, das kann man schulintern lösen. Man kann mit dem Lehrer sprechen, mit der Lehrerin. Man kann zur Schulleitung gehen, wenn es nichts bringt. Man kann es zur Not auch zum Schulamt eskalieren. Das alles kann man tun, aber es gibt einfach keine Veranlassung, quasi zu solchem Heckenschützentum, um da irgendwelche Leute bei Abgeordneten anzuschwärzen. Und ehrlich gesagt, im Rundfunk sehe ich eher das Problem, dass wegen dieser Vorwürfe der Lügenpresse viel wichtige kritische Berichterstattung nicht mehr stattfindet, weil die Leute sich da fürchten, dass sie sonst möglicherweise verklagt werden. Klar, und also das ist diese Einschüchterungsstrategie, die funktioniert. Es geht nicht um Qualitätsverbesserung, genau, es geht um Einschüchterung. Ja, beides. Also einerseits, ich erlebe es zum Teil als Qualitätsverbesserung und zum Teil, und das meine ich halt, und das ist der feine Grad, die Kritik muss dazu führen, dass du besser wirst, aber du musst mutig sein und du musst trotzdem diese Konflikte aushalten. Und ich denke halt auch... Wo sind denn die Fehler, die man vermeiden muss? Ist es denn wirklich so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk so falsch berichtet hat? Nein. Die haben die AfD geradezu nach oben geschrieben. Ja, das... Mit einem völlig überproportionalen Berichterstattung. Ja, genau. Das meine ich... Das völlig halt, übertrieben. Ja, aber auch da muss man differenzieren. Das halte ich für überzogen. Ja, das haben wir auch oft gesagt, dass da Themen hochgejazzt wurden, nur weil sie die AfD thematisiert und man das Gefühl hatte, man muss diese AfD irgendwie mit aufnehmen, weil sie sitzt im Parlament und dadurch haben wir Themen, die völlig unverhältnismäßig breitgetreten werden. Das haben wir gesagt. Aber es gibt eben auch, das erlebe ich in meinem Alltag, schon auch Leute, die sagen, guck das nochmal nach, ist das wirklich so, weißt du, können wir das so sagen, stimmt das, jetzt gar nicht auf die AfD bezogen, sondern einfach generell, faktisch, ist das richtig oder machen wir es oder lassen wir es weg? So, das finde ich eigentlich einen positiven Effekt, aber wenn ich dir zuhöre, fällt mir nämlich noch was anderes ein, nämlich, dass es bei einer, sagen wir mal, legitimen Kritik, wenn es darum ginge, wirklich Inhalte zu verbessern und wenn es legitime Kritik am Unterricht der Lehrer gäbe, dann wäre ein legitimer Ansatz zu sagen, diese Äußerungen passen uns nicht und deswegen diskutieren wir das intern oder mit der Schule oder sprechen den Lehrer darauf an. Der Unterschied zu dieser Plattform ist, dass sie ja gar nicht auf einzelne Kritik eingehen, sondern sie machen die Person fertig, die gesamte Person. Und da geht es gar nicht um eine konkrete Äußerung, sondern bei diesen Prangern geht es darum, diese Person, den Namen in die Öffentlichkeit zu zerren. Genauso wie mit den Journalisten, da geht es ja nicht um einen konkreten Fehler, der gemacht wurde. Und der zu verbessern ist und zu gucken, wie kann der nicht wieder passieren, sondern da geht es darum, ganze Personen zu diskreditieren und an den Pranger zu stellen. Und ich glaube, darin wird auch diese Unverhältnismäßigkeit deutlich und auch der Charakter, Angst zu verbreiten und das, was du auch richtig als totalitären Ansatz nämlich beschrieben hast, dass es nicht darum geht, einzelne Fehler und sachlich und inhaltlich zu verbessern, sondern es geht darum, generell Angst zu verbreiten, indem man die ganze Person nimmt, sie in die Öffentlichkeit zerrt und öffentlich Druck aussetzt. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ja, also ich denke auch, das hat mit Qualitätsverbesserung jedenfalls nichts zu tun. Die Frage ist natürlich, wie geht man jetzt mit diesen Prangern um? Ja, allein, dass sie demokratisch höchst problematisch sind und totalitären Gedankengut letztlich zum Durchbruch verhelfen wollen, ist ja die Frage, was kann man da machen? Da muss man, glaube ich, wieder differenzieren, zum einen rechtlich. Und da ist es natürlich schwierig. Eigentlich müssen sich solche Pranger natürlich an Recht und Gesetz halten. Der Baden-Württemberger ist, nachdem da einige schwerwiegende Datenschutzverstöße hochgepoppt sind, jetzt wie gesagt, erstmal wieder offline. Aber kann man den eigentlich wirklich rechtlich kontrollieren? Und da muss man sagen, das ist juristisch sehr, sehr schwierig, denn die AfD macht das nicht als Partei. Das machen auch nicht einzelne Parteimitglieder, sondern das machen Fraktionen bzw. Abgeordnete und lassen das als Teil ihrer parlamentarischen Arbeit laufen. Und da sagt zum Beispiel der Leipziger Anwalt und Medienrechtler Ralf Schmidt-Konz, den der Mitteldeutsche Rundfunk interviewt hat, die AfD mache das an dieser Stelle sehr geschickt, denn, sagt er,
Die parlamentarische Arbeit, was jedermann sofort einleuchtet, darf natürlich nicht durch die schnöden Verwaltungsakte eines Landesdatenschutzbeauftragten in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt werden. Ja, also der Datenschutzbeauftragte darf natürlich jetzt nicht die Abgeordneten kontrollieren, die haben ja schließlich ein freies Mandat und sollen ja die Beauftragten des, oder was heißt, die Repräsentanten des Volkes sein. Das heißt, es also, wie sehr Datenschutzbeauftragte zum Beispiel diese Plattform überhaupt kontrollieren können, ist zumindest rechtlich umstritten, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Da ist die Chance also jedenfalls begrenzt, das datenschutzrechtlich zu kontrollieren. Und ich denke, Philipp, die bessere Reaktion liegt da jetzt nicht im Verbieten, sondern in der zivilgesellschaftlichen. Genau, das haben wir ja auch in Hamburg gesehen. Ne? Da wurde diese Website dann geflutet mit Falschmeldungen. Wobei man ja auch immer fragt, soll man jetzt Falschmeldungen verbreiten? Also das kann ja nur wirksam sein, wenn auch diese Falschmeldungen so subtil sind, dass sie, ne, dass das sozusagen so eine Art Grundrauschen erzeugt. Das so eine Art Grundrauschen erzeugt. Aber was machst du denn da für Falschmeldungen? Also da kannst du dann ja keine echten Namen nehmen, ne, oder? Ja, oder das ist natürlich auch ein Problem, wenn du kannst natürlich einfach sagen, du schwärzt jetzt systematisch mehr oder weniger alle Lehrerinnen und Lehrer an. Das Problem ist, wenn du da natürlich jetzt Falschmeldungen über diese Menschen verbreitest, dann musst du ja zumindest mal deren Einverständnis haben, denn sonst kannst du dich da möglicherweise selber wieder strafbar machen, wenn das dann möglicherweise Verleumdung oder üble Nachrede ist. Also man muss da schon so ein bisschen aufpassen. Ich denke aber grundsätzlich sind solche Falschmeldungen auf solchen Plattformen, wenn man die rechtlich sauber durchführt, also zum Beispiel mit Einverständnis der Menschen, die man da meldet, ist das eine gute Möglichkeit, einfach solchen Plattformen quasi die Zähne zu ziehen, denn wenn da einfach jeden Tag 50 Lehrerinnen und Lehrer, die es tatsächlich gibt, gemeldet werden und man dann einfach nicht mehr weiß, sind diese Meldungen jetzt echt oder falsch, dann können diese Plattformen nicht mehr als Pranger missbraucht werden. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, wie man die platt machen kann. Wie gesagt, man muss so ein bisschen darauf achten, dass man da jeweils, oder vielleicht, wenn sich die Menschen einfach selber melden. Also ich glaube, man könnte als Lehrer diese Plattform platt machen, indem man, wenn sich einfach jeder Sozialkundelehrer selbst anzeigt, dann ist das halt einfach völlig vorbei. Und natürlich dann nicht zeigen, dass man das selber ist. Da muss man sich den Namen eines fiktiven Schülers geben und sehen, dass man diese Plattform damit völlig überschwemmt mit Falschmeldungen. Ich glaube, das wäre eine schöne Möglichkeit. Das ist so eine Art virtuelle Sitzblockade. Und wie ist das mit so Spaßguerilla-Troll-Kommentaren? Also ja, die bringen halt nichts. Denn das ist immer ganz ehrlich, da sieht dann ja der Praktikant, der mit Seiten schaltet bei der AfD und filtert das sofort raus. Ja, also da würde ich denken, das bringt nichts. Aber so wie gesagt, so eine virtuelle Sitzblockade, ja, wenn sich einfach jede Lehrerin und jeder Lehrer selber anzeigt, dann haben die da irgendwie tausende von Anzeigen und da drinnen gehen dann die echten Anzeigen von irgendwelchen AfD-Sympathisanten unter. Wäre so meine These. Wir hatten ja letzte Woche schon über diesen grausamen Fall des Journalisten Khashoggi berichtet und waren aber da noch vorsichtig gewesen. Ist der Mann nun tot und wer ist für seinen Tod verantwortlich? Also da nur noch mal jetzt sozusagen der Vollständigkeit halber, da scheinen sich doch die schlimmsten Befürchtungen als wahr herauszustellen. Also Herr Khashoggi, haben wir gesagt, ne, saudi-arabischer Dissident in den USA gelebt habend und hat dort vor allen Dingen für die Washington Post als Kolumnist gearbeitet und hat das Regime in Saudi-Arabien sehr scharf und zuletzt auch immer schärfer kritisiert und eben dann auch immer in der Washington Post, was dem Regime in Saudi-Arabien wohl gar nicht mehr gefallen hat. Er hat nie die Abschaffung der Monarchie gefordert, aber er hat doch mehr Freiheiten für Medien und sowas eingefordert. Und nun war er also in das Konsulat Saudi-Arabiens vor 3 Wochen, glaube ich, mittlerweile am 2. Oktober gegangen, um für sich und seine Frau ein Dokument zu holen, damit die beiden heiraten können. Seine Frau ist Türkin und die war dann also mit dabei, wartete vor dem Konsulat und er ist halt nicht mehr aufgetaucht. So, er war dann verschwunden und jetzt ist es also so, dass die New York Times berichtet, basierend, das muss man dazu sagen, auf Aussagen von türkischen Offiziellen, die wiederum Audioaufnahmen gehört haben wollen aus dem Konsulat, dass es also tatsächlich so ist, dass Herr Khashoggi im Konsulat schon wenige Minuten, nachdem er es betreten hat, umgebracht wurde, dass er zerteilt wurde, zersägt wurde, geköpft wurde und dass seine Überreste in Kisten und Koffer gepackt wurden und dann aus dem Konsulat abtransportiert wurden.
So scheint es zu sein. Das ist alles einigermaßen, wie soll ich sagen, windig. Die türkischen Behörden leaken da immer wieder Infos. Die Originalquellen, diese Originaltonbänder sind bislang aber nicht an die Öffentlichkeit geraten. Die New York Times zum Beispiel beruft sich auch auf türkische Offizielle, die diese Audios haben sollen, hat sie aber selber nicht gehört. Und daraus lässt ja eigentlich nur einen Schluss zu, Philipp. Ne? Dieses Konsulat der Saudi-Arabiens in Istanbul war offensichtlich komplett verwanzt, ja, sodass die Türken da in jedem Raum mithören konnten, was passiert ist. Das stelle ich mir ehrlich gesagt einigermaßen gruselig vor, wenn man da so hinterher in den Aufnahmen so einen Mord mehr oder weniger live verfolgen kann. Ja, zumal der Konsul noch gesagt hat, Jungs, macht das nicht hier, ich krieg Ärger. Und woraufhin dann einer dieser offensichtlichen Mörder gesagt hat, du, wenn du nochmal nach Saudi-Arabien zurückkommen willst und dort leben willst, Halt's Maul. Genau. Und dann auch sehr schön, dann gab es irgendwie, wurde von saudischen Quellen, wurde dann gestreut, auch nicht offiziell, soweit ich weiß, aber irgendwie so, wie das geht ja halt so, dann gibt man das halt befreundeten Journalisten, dann liegt das so und dann ist es irgendwie in der Welt. Man kann es aber auch hinterher noch wieder bestreiten, dass man es jemals offiziell gesagt hat. Jedenfalls ist dann aus saudischen Quellen geleakt worden, es sei ihnen ja irgendwie unangenehm, das handelt sich um eine aus dem Ruder gelaufene Vernehmung, ja, mit anderen Worten, verschärfte Vernehmung. Methoden, die dann unerfreulicherweise zum Tod der zu vernehmenden Person führen. Und zum Zersägen der Person, ja. Und zum Zersägen der Person, aber da muss man halt sagen, das scheint der New York Times nicht so wahnsinnig plausibel, weil unter den 15 Leuten, die für einen Tag von Saudi-Arabien nach Istanbul gereist sind, zum Zwecke dieser Vernehmung ja eben auch ein Pathologe war, ja, also ein Mediziner, der auf Leichenbesichtigungen spezialisiert ist und anscheinend auf das Zerteilen von Leichen. Und zum Vernehmen braucht man keinen Pathologen. Anders hingegen, wenn man von vornherein davon ausgeht, dass diese Vernehmung tödlich enden wird. Ja, und da gibt es auch so wirklich so ganz, ganz grausame Zitate, wonach der Gerichtspathologe den anderen Kollegen offensichtlich empfiehlt, Leute, ich setze mir bei solcher Arbeit, wie wir sie hier gerade machen, ja immer Kopfhörer auf und höre Musik. Ich empfehle euch, das auch zu tun, dann geht's leichter. Und da hat man wirklich das Bild von den übelsten Brutalisten Hollywood-Filmen vor Augen. Eiskalte Killer. Wo dann Leute, weißt du, mit Kopfhörer da stehen und du hörst die Musik irgendwie, weiß ich nicht, sei es westliche klassische oder irgendwie arabische Musik, und sie zersägen die Leiche eines Washington Post-Journalisten. Also ja, also da fehlen einem wirklich, wirklich die Worte. Und die Frage war jetzt ja, wie reagiert vor allen Dingen nicht Deutschland, sondern vor allen Dingen, wie reagieren die USA darauf, dass ein Kolumnist der Washington Post von ihrem wichtigsten Alliierten quasi zersägt wurde. Und Donald Trump hat jetzt wohl, sagt die New York Times, zumindest anerkannt, dass Khashoggi tot ist. Und er bezeichnet Geheimdienstberichte als glaubwürdig, die eben Saudi-Arabien auch als den Schuldigen benennen. Den Kronprinzen, der da gerade das Regime führt, Mohammed bin Salam, den erkennt Trump zumindest noch nicht direkt als den Schuldigen an. Aber die Frage ist natürlich, die Zeichen verdichten sich und wahrscheinlich kann Trump da dem auch nicht mehr ausweichen. Was sind jetzt die diplomatischen Konsequenzen? Immerhin Saudi-Arabien, wichtigster Verbündeter der USA in der Ost, Riesenkäufer von US-Waffen auch. Natürlich ganz wichtig für die Öllieferungen an die USA. Was meinst du, werden die da zubeißen und irgendwie tatsächlich, sagen wir mal, substanzielle Strafen verhängen? Es ist natürlich immer so ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber ich finde, dass da die Prioritäten bislang ziemlich eindeutig sind, dass man einfach die Wirtschaftsbeziehungen nicht beeinträchtigen will. Ja. Ja, da muss halt einfach, also es ist jetzt halt so ein bisschen eskaliert, ne? Also das ist natürlich jetzt auch aus Sicht der Saudis echt dumm gelaufen. Man dachte ja, man kann den Herrn Khashoggi mehr oder weniger lautlos verschwinden lassen. Das hat halt nicht funktioniert, weil seine Lebensgefährtin vor der Tür stand. Und nun eskaliert das Ganze so ein bisschen. Aber ich finde, dass das Vorgehen von Donald Trump eigentlich da, also wie soll ich sagen, auch die ganze moralische Zweifelhaftigkeit dieser Politik zeigt, ne? Man lässt sich da von den Saudis so ein bisschen was versichern. Man weiß es eigentlich besser, aber man macht dann letztlich keine ganz große Welle, wenn man sich sagt, ich werde doch jetzt hier nicht wegen eines Menschen, der tot ist, amerikanische Arbeitsplätze riskieren. Ja? Ganz erfreulich fand ich so Meldungen, also dass Mohammed bin Salam hat so einen Gipfel organisiert in der Wüste Davos, in the Desert heißt das, also wo auch große Wirtschaftsunternehmen zunächst zugesagt hatten, auch aus den USA, da haben jetzt wohl viele wieder abgesagt, auch große Unternehmen haben gesagt, nee, wir wollen da nicht hin. Also vor allem Politiker haben abgesagt. Ne? Ja, Politiker haben Absagen, aber auch Unternehmen haben gesagt, wir können da jetzt nicht mehr hinkommen, wir können uns da nicht mit Mohammed bin Salam irgendwie lächelnd vor die Kamera stellen. Nur, das ist jetzt die Info aus der Süddeutschen Zeitung, Siemens hat das wohl nicht getan. Siemens will da wohl hinfahren.
Schokesa, der Chef von Siemens, sagt, reden ist immer noch wichtig, aber letztlich geht es wahrscheinlich um Geschäfte, die man sich nicht entgehen lassen will. Zu unserem nächsten Thema. Wir wechseln nochmal zur Außenpolitik und zwar genau genommen nach Südamerika, nach Brasilien. Und dazu begrüßen wir in der Lage der Nation unsere Auslandskorrespondentin Lea Börgerding. Hallo Lea. Hallo. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. In Brasilien nämlich gingen in dieser Woche große politische Proteste weiter, unter anderem in Städten wie São Paulo gingen viele tausend Menschen auf die Straße. Hintergrund ist, dass am 7. Oktober die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Brasilien stattfand und dort fand der ultrarechte Kandidat Jair Bolsonaro überraschend 46%. Er hat noch keine absolute Mehrheit erreicht, deswegen wird am 28. Oktober eine Stichwahl stattfinden, aber es droht eben ein Wahlsieg dieses ultrarechten Kandidaten, weil der Gegenkandidat Fernando Haddad, ehemaliger Bildungsminister und Bürgermeister von São Paulo, von der Arbeiterpartei nur 29% erreicht hat in der ersten Runde der Wahlen. Und Brasilien steht deswegen aus der Sicht vieler Beobachter vor der wichtigsten Wahl seit dem Ende der Militärdiktatur 1985. Manche sprechen davon, dass die Zukunft der Demokratie in Brasilien auf dem Spiel steht. Lea, was denkst du, warum sind die Wahlen in Brasilien so wichtig? Genau, die Wahlen in Brasilien, die am Anfang Oktober stattgefunden haben, haben extrem viel mediale Aufmerksamkeit erhalten. Das ist zum einen deshalb, weil Wahlen in Brasilien einfach generell wichtig sind. Brasilien ist das größte Land Südamerikas und beeinflusst die Politik in der Region enorm. Als Demokratie gilt Brasilien als politisches Modell und Vorbild für viele andere Staaten. Brasilien ist außerdem ein wichtiges Schwellenland und damit in den internationalen Beziehungen sehr wichtig. Als BRICS-Staat zusammen mit Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika ist es eben ein wichtiger Player in der internationalen Politik. Und wenn in einem Land wie in Brasilien der demokratische Konsens in Gefahr ist, dann sollte uns das alle besorgen, weil in den letzten Jahren eben in vielen, wie in vielen Ländern gesehen haben, die Demokratie nicht mehr in Sicherheit ist, so wie wir es kannten. Und der Kandidat Bolsonaro, der wahrscheinlich gewinnen wird, sie ist ganz klar ein rechter Kandidat und Auswirkungen auf internationale Beziehungen, zum Beispiel dadurch, dass er aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen will. Also diese BRICS-Staaten, du hast es ja gesagt, sind enorm wichtig. Also nach den Industriestaaten sind eben diese BRICS-Staaten, die du aufgezählt hast, enorm wichtig, zum Beispiel fürs Klimaabkommen. Aber wer ist denn jetzt dieser Jair Bolsonaro? Was ist das für ein Typ, vor dem, warum haben alle so eine Angst vor dem, die irgendwie halbwegs demokratisch gesinnt sind? Ja, der Jair Bolsonaro, der jetzt in der ersten Wahlrunde 46% der Stimmen erhalten hat, ist ein extrem kontroverser Kandidat. Er ist Mitglied der bislang relativ unbedeutenden sozialliberalen Partei PSL und seit fast 30 Jahren als Abgeordneter aus Rio de Janeiro im Parlament. Er war bislang eigentlich nur als Hinterbänkler aktiv und war bis vor kurzem sogar noch relativ unbekannt. Er ist allerdings in diesen 30 Jahren, in denen er aktiv war, immer wieder durch extrem menschenfeindliche und sexistische Aussagen aufgefallen. Und was viele Brasilianer und auch eben die internationale Gemeinschaft beunruhigt, ist, dass er enge Beziehungen zum Militär hegt. Die Militärdiktatur Brasiliens, die von den 60ern bis Mitte der 80er Jahre herrschte, verherrlicht und eben gegen Minderheiten wettert, gegen Schwule, Indigene und Geflüchtete. Und deshalb von westlichen Medien zumindest oftmals auch als der Trump Brasiliens beschrieben wird oder eben der Totengräber der Demokratie. Also der hat er auch positiv, der verherrlicht auch Folter, glaube ich, ne? Also im Zusammenhang mit dieser Militärdiktatur, oder? Ja, also zumindest hat er schon, es gibt wohl Aussagen, wo er gesagt hätte, die Militärdiktatur, der Fehler der Militärdiktatur wäre gewesen, viel zu foltern und zu wenig zu töten. Und er hat wohl auch den Folterer von der ehemaligen Präsidentin, ja, Dilma Rousseff, verherrlicht. Also da gibt es verschiedene Aussagen. Man weiß natürlich nicht, inwiefern das jetzt nach der Wahl so durchgeführt werden würde, wenn er jetzt Präsident würde. Aber ja, das, was man liest, ist alles sehr beunruhigend. Aber wie kann es denn jetzt sein, dass so jemand wie Bolsonaro bei der Bevölkerung so gut ankommt? Du hast gerade schon gesagt, er zeichnet sich eigentlich eher durch erschreckende Thesen aus. Kann man das rational erklären, warum so viele Menschen in Brasilien so jemandem auf den Leim gehen, offenbar? Genau, was von außen jetzt erschreckend aussieht, ist vielleicht von
sehr viel verständlicher, wenn man sich die politische Lage in Brasilien anschaut. Und Bolsonaro profitiert vor allem von der Desillusionierung vieler Brasilianer mit der politischen Elite oder dem politischen Establishment, wie es ja auch oft genannt wird. Und der Wunsch im Land nach politischer Erneuerung ist extrem groß. Und das konnte Bolsonaro in seinem Wahlkampf in den vergangenen Wochen sehr gut instrumentalisieren. Hinzu kommt, dass er durch ein Attentat bei einer Wahlkampfveranstaltung im September 2018, wo er mit einem Messer attackiert wurde, er ist ins Krankenhaus gekommen, hat dieses Attentat überlebt. Dadurch hat er sehr viel mediale Aufmerksamkeit erhalten, vor allem über die sozialen Medien, was ihm für seinen Wahlkampf nochmal den entscheidenden Aufwind gegeben hat. Jetzt gibt es aber auch einen Gegenkandidaten, Fernando Haddad. Warum ist er so schwach? Warum hat er offenbar nach lauter Prognosen kaum eine Chance gegen Bolsonaro? Ja, der Fernando Haddad, der kommt von der Arbeiterpartei PT, die in den frühen 2000ern viele Jahre an der Macht war, und eigentlich sollte er gar nicht antreten bei der Präsidentschaftswahl, sondern der Ex-Präsident Lula da Silva sollte antreten. Der wurde allerdings im April 2018 wegen Korruption und Geldwäsche zu 12 Jahren Haft verurteilt, sitzt im Gefängnis und hat seit dem April den Wahlkampf noch weitergeführt. Es war lange Zeit unklar, ob er antreten dürfte, und erst im September hat das oberste Gericht in Brasilien entschieden, dass das Antreten bei der Wahl für ihn nicht möglich sein wird. Und dann musste die Arbeiterpartei ganz kurzfristig einen neuen Gegenkandidaten nominieren. Das war ja dann eben der Haddad, der aber kaum profiliert war. Obwohl er jetzt Bürgermeister von Sao Paulo war, ist er nicht unbekannt, aber hat eben nicht den gleichen Celebrity-Status, den Lula da Silva hatte. Und dadurch, dass diese Arbeiterpartei voll und ganz auf Lula fokussiert war, droht ihnen wahrscheinlich jetzt schon eine schwere Niederlage. Und eine schwere Niederlage, du sagtest eben schon, dass viele Brasilianer einfach mit dem politischen System vom politischen System desillusioniert sind. Gibt es dafür eigentlich Gründe? Also quasi liefert dieses politische System tatsächlich nicht? Geht es den Menschen schlecht in Brasilien? Oder wie kann man das erklären? Also ich hatte jetzt ja schon zum einen den Korruptionsskandal angesprochen. Der bezieht sich nicht nur auf den Ex-Präsidenten Lula, sondern eben auf viele, viele Parteien. Der wird als einer der größten Korruptionsskandale der neuen Geschichte bezeichnet. Also zum einen eben das politische Establishment ist da auf Seiten der Brasilianer. Und dann muss man auch sagen, dass Brasilien seit einigen Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise steckt. Das Wachstum der frühen 2000er ist abgeebbt. Es gibt extreme Armut in Brasilien, hohe Arbeitslosenquote und hohe Staatsverschuldung. Und da das Land zum Beispiel extrem von Rohstoffen abhängig ist und die Rohstoffpreise in den vergangenen Jahren gesunken sind, geht es der Wirtschaft, wie gesagt, nicht gut. Das macht vielen Leuten Angst. Und gerade die großen Konzerne und Kartelle erhoffen sich von Bolsonaro einen Richtungswechsel in der Wirtschaft und einen Kurs hin zu mehr neoliberaler Politik. Und was ist jetzt genau das Programm? Also wenn wir davon ausgehen, dass er jetzt den nächsten Wahlgang gewinnt, mit was muss man da rechnen an politischen Inhalten? Also Bolsonaro hat anscheinend kein sehr ausgefeiltes Wahlprogramm, aber zwei Positionen, mit denen er vor allem punktet, ist zum einen das Thema Korruption, worüber wir ja gerade schon gesprochen hatten, und zum anderen auch das Thema Sicherheit. Hinzu zu den wirtschaftlichen und politischen Problemen kommt noch, dass in Brasilien aktuell die von einer hohen Gewaltwelle betroffen ist. Pro Jahr werden in Brasilien rund 60.000 Menschen ermordet. Und das macht der Bevölkerung natürlich verständlicherweise Angst, und Bolsonaro hat diese Angst aufgegriffen. Er will Waffengesetze liberalisieren, letztendlich den Bürgern Waffen an die Hand geben und der Polizei freiere Hand gewähren. Und auch gerade dieses Thema kommt bei der Bevölkerung, bei den Bevölkerungszellen, die ihn wählen, sehr gut an. Zum anderen steht er für ein neoliberales Programm, wirtschaftliches Programm. Er will Staatsbetriebe privatisieren, um Staatsschulden zu tilgen, Steuern für Reiche senken und zum Beispiel auch, damit geht einher die Klimapolitik, also Regenwälder verkaufen und so weiter und so fort. Und da will er auch aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen, so wie man das bisher gehört hat.
Also was genau. man natürlich sehr gut versteht, ist, warum die Wirtschaft, das Militär, Teile der Justiz das attraktiv finden, was er da so vorschlägt. Aber weißt du, Lea, kannst du einschätzen, warum das, ich sag jetzt mal, für in Anführungsstrichen die kleinen Leute attraktiv ist? Also wieso finden die Menschen auf der Straße das attraktiv? Denn jedenfalls wirtschaftlich betrachtet dürfte ja ein neoliberales Programm im Zweifel eben, das hast du auch schon angedeutet, ja den Besserverdienenden helfen und den kleinen Leuten eher schaden. Kann man das tatsächlich sagen, dass diese Sicherheitskarte alles trumpft in der brasilianischen innenpolitischen Debatte? Oder wie würdest du das rekonstruieren, dass, wie gesagt, ein neoliberales Programm bei der breiten Bevölkerung so gut ankommt? Also es ist wohl so, dass die viele Leute, die Bolsonaro wählen, auch aus den reicheren Schichten kommen. Also gerade die reichen Städte sind große Bolsonaro-Anhänger. Also es gibt da schon diese Verbindung zwischen der Wirtschaftselite und Bolsonaro, dem Militär und Bolsonaro. Aber es ist natürlich so, auf 46% kommt man nicht, wenn auch andere Gesellschaftsteile einen wählen. Und da spielt ganz sicher auch die Rolle diese Gewaltspirale, unter der Brasilien leidet, eine große Rolle. Ja. Ich war ja letztes Jahr auch in Brasilien und an wen du da fragst, oder vor zwei Jahren war ich da, wen du da fragst, Gewalt ist immer Thema. Die haben alle Angst, Schießereien und. Also das ist tatsächlich bei vielen Leuten echt so ein Thema. Ob das dann stimmt im Einzelfall oder nicht, aber dass es bei den Leuten Thema ist, glaube ich, das war damals klar zu sehen. Wie geht's denn jetzt so weiter? Also was sind so die nächsten Schritte? Also, ihr hattet es ja schon angesprochen, am 28.10. finden die Stichwahlen statt, also in etwas über einer Woche. Und in den aktuellen Umfragen gehen von einem Sieg von Bolsonaro aus. Also es gilt als unwahrscheinlich, dass die Koalition von linken Oppositionsparteien, zu der auch die Arbeiterpartei PT gehört, dass die das noch schaffen würden, gegen Bolsonaro zu mobilisieren. Also es sieht wohl so aus, als müsste sich Brasilien auf diesen Jair Bolsonaro als nächsten Präsidenten einstellen. Wunderbar, das sind ja herrliche Aussichten für alle, denen an demokratischen Systemen großer, wichtiger Staaten gelegen ist. Wir werden das sicherlich verfolgen, Lea Bürgerding. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Infos in der Lage der Nation. Sehr gerne. Und dir noch einen schönen Tag. Ja, danke, tschüss. Ciao. Tschüss, Lea. Ciao. Ja, so viel zum Thema Brasilien. Und jetzt kommen wir noch einen kurzen Moment quasi zur Lage der Nation selber, zu unseren Hausmitteilungen. Und zwar haben wir uns mal Gedanken gemacht über unseren Umgang mit der Werbung. Wir haben ja in der Lage manchmal Werbespots. In dieser Folge ist jetzt keiner, aber manchmal schalten wir Werbung. Und uns haben da in den letzten Wochen vereinzelte Nachfragen erreicht, ob es da nicht irgendwie Widersprüche gegeben hätte zwischen den redaktionellen Inhalten der Lage und den Werbeaussagen, Philipp, und ich glaube, das ist ein Missverständnis, ne? Ja, genau, das ist ein Missverständnis. Also ich hatte nochmal nachgefragt, wo haben wir das denn gesagt, dass uns einige Leute unterstellt haben, wir würden nur Werbung machen für Sachen, die wir gut finden. Und das ist wirklich ein Missverständnis, was man, glaube ich, insofern aufklären kann, dass wir sagen, mit der Werbung machen wir uns nicht gemein. Und um das nochmal detailliert aufzuschreiben, haben wir halt diese Werbepolicy aufgeschrieben, die wir auch verlinken und die ihr immer nachlesen könnt, und das ist ein Dokument in Arbeit, im Werden. Ja, also wir nehmen da gerne auch Hinweise und Kritik und Ergänzungsvorschläge an unter team@lagedernation.org. Aber da ist klar, wir trennen Werbung und Inhalt, wir machen uns damit nicht gemein, und diese Äußerung, die wir, glaube ich, in der LDN 99 getan haben, ging nur dahin, dass wir, sagen wir mal, wenn wir Äußerungen machen im Sinne von finden wir gut, haben wir auch benutzt, also persönliche Bewertung des beworbenen Produkts, dass wir das nicht machen gegen Geld, sondern dass, wenn wir das machen, das stimmt dann uns, ne? Dann genau. Stimmt das auch. Ich würde aber dazu tendieren, um dieser Missverständnisse komplett vorzubeugen, dass wir solche Äußerungen überhaupt nicht mehr machen. Nee, ist so. Also, dass wir uns einfach über die beworbenen Produkte und Dienstleistungen einfach gar nicht mehr äußern. Ich finde, ganz wichtig ist einfach, das ist so der Merksatz, den haben wir übrigens auch nicht erfunden, das macht die Taz auch so. Wir machen keine Werbung, wir veröffentlichen Werbung. Ja, das heißt, das sind, muss man so deutlich sagen, das sind gekaufte Werbeplätze, dafür bezahlen die Unternehmen uns natürlich, und wir verbinden damit überhaupt keine inhaltliche Positionierung, weder positiv noch natürlich auch nicht negativ. Das kann man kaufen, und wir vermarkten das auch nicht selber. Auch ganz wichtig, dass man nicht denkt, ihr habt aber doch die
die Werbung geschaltet? Nein, haben wir nicht. Da gibt es eine Agentur, die das für uns macht. Und damit das ein für alle mal klar ist und jeder weiß, was das bedeutet, haben wir das, wie Philipp sagt, aufgeschrieben. Da gibt es eine Werbepolicy in einer Version 1.0, haben wir bei uns auf der Homepage und freuen uns über Feedback. Und vor allem wollen wir damit auch zu ein bisschen mehr Transparenz beitragen. Denn soweit wir wissen, haben die wenigsten Medien bislang ihren Umgang mit Werbung einfach mal aufgeschrieben. Ja, das kann also sein, dass wir das auch noch anpassen müssen. Aber wir wollten es einfach mal transparent machen, welche Regeln für uns gelten und vor allem für welche Regeln für die Agentur gelten. Weil, wie gesagt, wir suchen die Werbung nicht selber aus. Wir haben eine Agentur und damit die weiß, was für uns okay ist und was nicht, haben wir denen das natürlich auch mal gesagt. So, also das ist jetzt schriftlich niedergelegt, Work in Progress, und wir freuen uns auf Feedback. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, die Lage der Nation ist abschließend und umfassend beurteilt für diese Woche. Wir sagen danke fürs Zuhören, danke, dass ihr dabei seid, danke, dass ihr kommentiert, danke, dass ihr euch einmischt, danke, dass ihr uns mit Inhalten, Korrekturen, Eindrücken, Kommentaren befruchtet. Ja, und war wie diese Woche wieder ganz toll. Wir hatten fast 150 Kommentare zur aktuellen Folge, wirklich super Kommentare, ganz viele wertvolle Hinweise zu diesem Thema Klimawandel. Großartig, habt eine schöne Woche, bleibt uns gewogen und ich würde sagen, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.